So, herzlich willkommen zum 23. Spieltag der GPL. Ja, gegen Shiro. Shiro ist im Moment auf dem zweiten Platz. Also durch die zwei Niederlagen von mir ist er jetzt eben, ja, kurz hinter Steve gerutscht. Steve hat ja auch nochmal verloren. Zum Glück, weil so bestehen tatsächlich noch Chancen, dass sich jemand anderes, zum Beispiel auch ich, noch den ersten Platz holen kann. Und ja, wir mussten leider den Kampf hier auf Showdown verschieben, weil es auf dem DS leichte Probleme gab, also ständig irgendwelche Disconnects oder eher gesagt zwei Disconnects auf seiner Seite, aber dadurch, dass ich weniger Zeit habe, ja, und dadurch, dass ich es nicht nochmal riskieren wollte, dass ja nochmal DC eben vorkommt, ja, hatten wir uns geeinigt, dass wir bis zu dem Punkt, wo wir schon gespielt haben, das Ganze nachspielen auf Showdown, dann einfach ja, weiter loslegen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich will jetzt gar nicht groß was zu den Teams sagen. Obwohl doch, diesmal muss ich was zu den Teams sagen, denn ja, es gab ja gestern kein Teambuilding-Video, was daran lag, dass ich ja, einfach keine Zeit dazu hatte. Und deswegen stelle ich jetzt mal ganz kurz noch mein Team vor. Also, ich habe ein Giftschleim-Gengar, also dieses normale, etwas defensivere Set mit Delegator und Hex habe ich dabei. Natürlich wieder gegen Amoongus. Gegen Amoongus ist das Vieh einfach so gut, weil das countert es einfach fast komplett aus. Also, es kann nicht mehr viel gegen einen machen. Dann haben wir noch ein Focus Sash, Mamoswine, also auch ein ganz normales Lead-Set. Ich habe einfach gesehen, Tarnsteine können gegen sein Team relativ gut sein. Also jetzt zum Beispiel mit dem Rotom, da kann ich dann ja schon ordentlich Schaden draufbringen mit den Tarnsteinen, wenn ich sie mal rausbringe. Und ansonsten durch den Endeavor stoppe ich auch mögliche Sweeps von Mew oder so. Das sollte also auch in dem Fall weniger ein Problem dann sein. Ja, zusätzlich habe ich dann noch ein physisch defensives Aquana dabei, was dazu dienen soll, eben das Metacross so ein bisschen in Schach zu halten, denn Metacross ist halt wirklich eine Gefahr und auch wenn es den Donnerschlag beherrschen kann, ist Aquana trotzdem noch eine ganz gute Wall dagegen, auf die ich ja gegen das Metacross auf jeden Fall nicht verzichten wollte. Ansonsten habe ich noch ein Mega, also mein Mega Galagladi dabei. Das hat jetzt diesmal ein ähnliches Set wie schon im letzten Kampf gegen ihn. Es ist nämlich diesmal wieder ein eher defensiveres Set mit dem Protzer. Ich habe einfach gesehen, es gibt ziemlich viele Pokémon, gegen die ich mit Galagladi setupen kann. Und wenn ich dann tatsächlich mal ein gutes Setup draußen habe, dann stoppt mich auch so schnell nichts mehr. Außer vielleicht Mew könnte mich tatsächlich noch stoppen, aber je nachdem wie das Mew investiert ist, reicht dann ein Abschlag auch aus. Und also nach ein paar Protzern. Und dementsprechend ist das, denke ich mal, eine ganz gute Sache gegen sein Team. Ja, dann habe ich noch ein Shaman, falls ich tatsächlich irgendwie meinen Gengar verlieren sollte und Amoongus noch bei guten KP ist, ist Shaman so meine Sache dagegen. Und ja, das Shaman spiele ich mit der Soul Twist, damit es einfach auch eine Matschbombe relativ gut tanken kann von dem Amoongus und dann halt erstmal mit einem Seed Flare und dann mit einer Psychokinese dieses Amoongus ausschalten kann. Also eine Psychokinese ist natürlich auch wirklich, also reicht glaube ich sogar schon ohne Seed Flare. Also ohne den Special D-Drop reicht es zumindest für einen 3-Hit ohne Giftschleim. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Auf jeden Fall macht es schon guten Schaden und also für ein speziell defensives Amoongus natürlich. Und das sollte das Ganze auch ganz gut handeln können.
Dann habe ich noch ein speziell defensives Zapdos dabei, einfach um einen relativ safen Switch in rotem Heat zu haben. Ich habe wenigstens mal die Möglichkeit, eben damit neutralen Schaden zu erleiden. Ansonsten müsste ich halt immer so ein bisschen zwischen Aquana und Mammutl hin und her switchen. Und Mammutl ist mir da doch ein bisschen zu wertvoll mit dem Focus Sash, als dass ich es einfach so in Rotom Heat rein switchen möchte. Und deswegen ist es eine ganz gute Option, um nochmal in ein, zum Beispiel, Choice Backs Rotom Heat rein zu switchen. Außerdem, nach einem Overheat kann ich auch relativ gut in Galagladi eben rein switchen. Dadurch, dass es speziell defensiv ist und somit dann auch nochmal Setupen. Und das ist ja eine ganz gute Sache, würde ich mal sagen. Ja. Er hat hier einen Tyranitar, ein Aquana, ein Rotom Heat, Amoongus, Mew und Metagross dabei. Das ist tatsächlich ein Team, mit dem ich so tatsächlich komplett gerechnet habe. Bis auf Tyranitar. Tyranitar hätte nicht sein müssen, aber so wie er es einsetzt, war mir der ist auf jeden Fall auch schon klar, warum er es reingenommen hat. Ist sowieso klar, warum man einen Tyranitar reinnimmt. Ja, um natürlich zum Beispiel einen Gengar schnell auszuschalten durch den Pursuit, weil man kann dann halt auch nicht switchen und ja, das Ganze ja, ist dann halt schon ziemlich gefährlich, würde ich mal sagen. Also man verliert da ganz schnell mal ein Pokémon gegen der Verfolgung. Aber gut. Ich würde einfach mal sagen, ich starte hier mal den Kampf. So, ich habe hier mit Zapdos geleadet, er mit Metagross. Switcht hier, was mich gewundert hat, direkt raus, denn Metagross hätte mir tatsächlich großen Schaden machen können mit einem Ice Punch oder so. Aber er ist rausgegangen auf seinen Amoongus. Und ich konnte hier einfach mal die Gelegenheit nutzen und auf meinen Gengar gehen. Hier erstmal die Pilzspore abfangen mit dem Delegator. Ich hätte natürlich auch den Verhöhner machen können, aber es war mir ein bisschen. Ich wollte erstmal scouten, was er überhaupt macht. Deswegen bin ich hier auf den Delegator gegangen, weil er hätte auch switchen können, denn Amoongus Gengar ist eigentlich kein so gutes Matchup. Und deswegen, wollte ich das hier so machen. Er bekommt auf jeden Fall großen Schaden hier durch die Kombination aus Irrlicht und Hex und ja, ich kann hier natürlich nochmal schön auf den Delegator gehen und wenigstens diesem Rotom nochmal eine Bürde reindrücken. Und ja, er macht es hier richtig geschickt, er geht in sein Rotom, um auf Voltwechsel zu gehen und in sein Tyranitar zu gehen. Was hier, was man auch sieht, ein Scarf-Set ist. Damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet, aber ich habe mit der Verfolgung gerechnet und ich habe gehofft, dass die Verfolgung nicht ausreicht. Sie hat nicht ausgereicht und ich kann dieses Tyranitar eben verbrennen. Und die Gelegenheit nutzen, dass mein Gengar weg ist, um einfach mal in Galagladi zu gehen und einen Brotzer aufzusetzen. Er geht natürlich hier in sein Aquana, um ja, vielleicht ein Scald drauf zu bringen. Wäre auf jeden Fall. Der Burn wäre nicht schön auf Galagladi und deswegen ist es jetzt auch nicht das beste Matchup, aber ich dachte mir, so gehst du einfach mal auf den Abschlag, um die Überreste abzuschlagen. Denn ja, ein Aquana ohne Überreste ist auf jeden Fall mal eine ganz gute Sache für. Zumindest mal für den, der die Überreste abgeschlagen hat. Hier denkt er, ich weiß nicht, ob er hier gedacht hat, dass ich eventuell direkt auf die Psychogenese gehe, denn er geht hier auf direktem Weg eben in sein Tyranitar. Obwohl Seed Flare eigentlich so obvious war, denn Seed Flare trifft einfach. Man kann Seed Flare immer einsetzen, weil eben dieser Spezialverteidigungsdrop noch mit drin ist, den man hier relativ gut kriegen kann. Oh, zumindest zu einer 20%igen Chance. Und hier dachte ich mir so, du willst jetzt nicht riskieren, dass eventuell eine Psychokinese hier nicht mehr ausreicht. Sie hätte auch nicht ausgereicht. Und dass der Burner danach auch nicht ausreicht. Deswegen bin ich hier einfach mal in Galagladi gegangen, um
dieses Among Us sicher auszuschalten. Klar, ich habe hier die schwere Vergiftung drauf. Was hier aber... hier kommt auch nochmal der Crit, den ich während dem Spielen gar nicht bemerkt habe. Durch den Abschlag, aber gut. Er hat hier auf jeden Fall die Beere gegen Unlichtattacken auf diesem Mew drauf. Und das hat mich wirklich sehr gewundert. Das war wirklich so eine Sache. Wow. Well played. Das hat mich an der Stelle wirklich so ein bisschen aus der Fassung gebracht. Deswegen ist dieses Mew jetzt auch leider auf plus 2. Und ja, wir sehen, bei plus 2 reicht eine Psychokinese nicht aus, um dieses Shaman zu besiegen. Und ein Seed Flare crittet und ja, schafft es eben, dieses Mew aus dem Spiel zu nehmen. Gut. Daraufhin geht er natürlich in seinen Metacross und hier war so eine Sache, ja, hier haben wir lange überlegt, was wollen wir machen, denn, ja, dieses Metacross ist auf Level 100 und wir haben ausgemacht, auf Level 50 zu spielen und dementsprechend mussten wir hier jetzt irgendetwas machen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eben das Ganze nochmal so ungefähr nachstellen, wie es dann eben letztendlich war. Bevor mein Aquana natürlich gestorben ist durch das Metacross. Und ja, deswegen haben wir das Ganze nochmal nachgestellt, eben mit den, also auf meiner Seite eben Mamutel, Aquana und Zapdos und auf seiner Seite Rotom, Heat und Metacross. Und haben das dann eben so zu Ende gekämpft. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich beim anderen Kampf wieder. So, bei dieser Situation sind wir stehen geblieben. Aquana gegen Metagross und ja, da wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze dann so auf Level 50 aussieht. Tja. Und er geht hier auf den Zen-Kopfstoß, haben wir schon gesehen, und ich bin natürlich auf den Scald gegangen und er versucht mich natürlich zu flinchen. Deswegen spiele ich auch sicher. Geh nochmal auf Protect, um auf jeden Fall nochmal das Ganze zu überleben. Weil ich glaube, nach noch einem Protect hätte ich eventuell überleben können. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall crit ich hier nochmal mit dem Scald. Mir wäre natürlich der Burn viel lieber gewesen, tatsächlich an der Stelle. Denn ja, so ein verbranntes Metagross kann halt jetzt auch nicht mehr so viel Schaden rechnen und ich denke, Aquana hätte in dem Fall tatsächlich den Fight gewonnen. Ich kann hier auf jeden Fall in mein Mamutel rausgehen und zumindest nochmal das Metagross ausschalten. Er ist zum Glück nicht auf sein Rotom gegangen, das hätte nämlich das Ganze nochmal ein bisschen erschweren können. Aber er verfehlt hier zweimal, ja, den Will-O-Wisp und dementsprechend, ja, steht es hier 2-0 für mich. Die Will-O-Wisps am Schluss haben tatsächlich noch gemattert, denn, also ein bisschen zumindest, denn es wäre, also ich sage, es wäre auf ein 1-0 hinausgelaufen für mich, aber letztendlich wäre es dann mit dem speziell defensiven Zapdos ein ewiges Restorne gewesen und ich denke mal, da hätten dann auch Hex entschieden an der Stelle. Also irgendein Crit auf jeden Fall. Vor allen Dingen auf seiner Seite hätte wahrscheinlich ein Overheat-Crit das Zapdos auch aus dem Spiel nehmen können. Aber ja, so ist es nicht gelaufen. Er hat zweimal mit Will-O-Wisp verfehlt. Hätte er das zweite Mal nicht verfehlt, wäre es, denke ich mal, nicht mehr knapp geworden, denn Zapdos outspeedet Rotom. Man hat auch gesehen, es ist ein defensiveres Rotom, deswegen hätte ich auf jeden Fall outspeedet. Und hätte das Ganze dann mit einem Donnerblitz zu Ende bringen können, aber dadurch, dass eben beide Will-O-Wisps daneben gegangen sind, ja, stand es dann halt eben 2-0 für mich. Gut. Ich hoffe, es hat euch
trotz allem gefallen, denn das Ganze war jetzt so ein bisschen auch in Eile aufgenommen. Und ja, vor allen Dingen auch dadurch, dass es jetzt auf Showdown ist, hoffe ich natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und ja, ich sage dann einfach mal bis nächste Tschüss. Woche und ciao.